Hinteres im Tirol. Ein kleiner Ort im Norden Österreichs, gleich hinter der ehemaligen deutschen Grenze. Er war schon oft Ausgangspunkt meiner Bergtouren im Karwendel. So starte ich auch heute auf dieser breiten Forststraße mein Vorhaben. Ich komme gut voran und nach einer guten Stunde erreiche ich das Rhontal. Zum ersten Mal ist auch mein heutiges Ziel sichtbar. Dort oben, rechts neben dem Mond, die kleine Bergspitze. Zunächst genieße ich aber die gewaltige Gebirgskette des nördlichen Karwendel. Torkopf, östliche Karwendelspitze, Vogelkarspitze erheben sich über dem Almgelände. Hier treffen zwei Dimensionen aufeinander, gewaltige Bergfelsen und saftig grüne, sanfte Almwiesen. Und wie schön ist das denn? Die Jüngsten stehen ihr Spalier. Der Weg weiter geradeaus würde auf die Torscharte führen. Ich zweige hier nach rechts ab und über die Wiesen geht's gemütlich weiter. Und bevor ich es vergesse, ja, die Almer haben auch eine Bewirtung. Je nach anfallendem Arbeitspensum kann man dort einkehren und sich verwöhnen lassen. Bisher war der Weg recht übersichtlich und einfach. Nachdem ich diese Viehsicherung passierte, hoppla, jetzt schon schwach, geht es etwas ansteigender zu. Ein schmaler Wanderweg lässt mich an Höhenmetern gewinnen. Viel Schatten spendet er mir nicht und darin besteht auch heute die größte Herausforderung. Mit knapp 28 Grad Celsius meint es das Wetter sehr gut mit mir, was aber natürlich auch sehr schweißtreibend ist. Von daher ruhig einmal eine Pause gönnen und den Blick schweifen lassen. Links neben dem vertrockneten Baum übrigens der Torkopf und rechts davon die östliche Karwendelspitze. Etwas leicht anspruchsvoller geht es weiter. Die Hitze steht in den Latschenkiefern und drückt unangenehm auf das Gemüt. Ich erreiche freies Gelände, nur kühler wird's nicht. Der Gipfel der Rappenklammspitze ist zum Greifen nah. Gute 100 Höhenmeter trennen mich vom Gipfelkreuz. Und dann liegt er vor mir. Der finale Anstieg. Ich gehe ihn mit gemischten Gefühlen an. Über diese Felskante sollte es weitergehen und ich bekomme Zweifel. Auch weil ich kurz davor einen erfahrenen Bergfreund getroffen hatte, der ohne einen Gipfelblick umkehrte. Er meinte, der Fels im letzten oberen Teil ist so abschüssig und brüchig, dass er zwar glaubte, ihn bergan gehen zu können, aber Zweifel an einem gefahrlosen Abstieg hatte. Tja, von daher beschloss ich an dieser Stelle einen Schnitt zu machen und den Weg als Ziel zu nehmen. So bleibe ich euch das Gipfelkreuz schuldig, kann aber mit einigen fotografischen Sichten noch dienen.